Ist halt an. Hallo und ein herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. FIFA 16 Ultimativen Modus. Ja, ich bin so. Schön euch wiederzusehen. Ich hoffe, euch wird das richtig viel Spaß machen. Aber ich bin nicht alleine. Neben mir sitzt ein Bekannter von mir, also ein Kumpel, und der stellt sich vor. Ich bin Fundamentalorthologe und wir rocken jetzt die Scheiße fett mit FIFA Ultimate Team. Gut, schön. Fängt schon mal gut an. Also, bei Ultimativ Modus könnt ihr euch euer eigenen Verein aus erstellen, wie ihr wollt. Und Fundamentalorthologe. Ja, wir versuchen ein Bundesliga-Team zusammenzubauen und uns möglichst viele Hertha-Spieler zu kaufen. Und sogar er präsentiert auch noch die Spieler bei uns vor. In den Starten. Also, dann mal los. Thomas Kraft! In der Innenverteidigung haben wir Jerome Boateng und sogar schon als Goldspieler Sebastian Langkamp. Außen Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg. Ebenfalls vom VfL Wolfsburg Daniel Caligiuri. Im Mittelfeld Trochowski von Augsburg. Dann Niklas Stark von Hertha BSC. Jonas Hofmann von Borussia Dortmund auf der rechten Seite und zwei unbekannte Stürmer sowie einen namenlosen Rechtsverteidiger aus England. Okay. Ab geht die Luzi! Auf geht's! So sieht die Formation bei uns aus. Wir spielen unser selbsterstellten FC Hertha BSC. Fußballclub Hertha BSC Berliner Sportclub. Gegen SCR Alltag aus Österreich. Da wollen wir mal loslegen. Wir spielen in dem blau-weißen Trikot und die spielen in weiß-schwarz. Langsam loslegen, meine Damen und Herren. Hallo. Tschüss. So, wer ist der Nächste? Wer will von mir jetzt was? Das läuft schon mal. Ja? Tschüss. Hä? Hä? Ich hab mich wieder erwischt. Also, kurz gesagt. Willkommen zum Spiel. Wolf Fuß und Frank Puschmann begrüßen Sie. Heute ist der 5. November. Da wird im Vereinigten Königreich die Bonfire Night, auch der Guy Fawkes Day genannt, Sterne, gefeiert. Hoffen wir also auf ein Feuerwerk, auch auf dem Platz. Alessandro Vecchiocina ist der Schiedsrichter in diesem Spiel. Dann wollen wir mal loslegen. Das Spiel beginnt. FC BSC. Schussversuch! Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Tor in den ersten Spielminute. Wie zur Hölle habe ich das noch gemacht? Ja, ganz leicht zu merken. Der Spieler, der mit Rot gefallen ist. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Ich habe vergessen, ich bin zu vorzustellen. So, ich bin der zweite. Five-Five-Tür. Mit der Farbe Rot. Farbe Blau bin ich. Und das war ein wunderbarer Schuss. Ja, der Torschütze war der Nummer 11. Dann erstmal der schöne Bauchklatscher. Adriano. Und damit haben wir den ersten Treffer. So kann's weitergehen. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Scheiße. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. So.
Wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen. Niklas Stark. Jetzt haben wir Platz. Ich sprint mal eine Runde. Da bekommt er Unterstützung. Schießt er ihn rein. Gute Aktion vom Torhüter. Eckball. Also ich mache ihn mal halb. Boateng. Oh, yeah. Tor. Ist drin. Tor für FC Badler BSC. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Den macht er mit dem Kopf super, die Ecke verwertet und da gibt es für den Torhüter nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Zwei. Schöne Kopfballtour. Jerome Boateng. Den wir zum Glück am Anfang im Goldset durch Zufall gezogen haben. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Wir setzen uns jetzt so viel Druck ein und dann schlagen uns sogar schon gegenseitig. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ward. Da setzt er sich gut durch. Er ist da und kann den Ball hier klären. Und sowieso, das ist der erste. Klasse Leitzied aufgepasst, er kommt an den Ball. Und sowieso von Tia Welt ist das erste Aufnahmeschiff. Höchstpersönlich. Und jetzt können Sie gleich so den Ball einwerfen. Ein paar Aufnahmen musst du schießen. Seine Jury. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Jetzt schießt er. Ein unfassbares Tor. Was Zufall, was Absicht. Wie er den Ball aus dem Winkel ins Tor macht, sensationell. Wolf, gestehen wir ihm einfach mal Absicht zu. Aber eigentlich egal. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 18. Daniel Caligiuri. Natürlich vom VfL Wolfsburg. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar nicht vorne. Mehr. Jetzt für der FC Hertha BSC. Jetzt sitzt sogar mal wieder ein bisschen lauter. Mit dem Pass hat er keinen genau Mitspieler so erreicht. Also man sieht einfach die haben Jonas Hoffmann. Christos Deutschkopf. Erst wieder. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Schäfer. Sehr gut reingespielt. Gut gelöst vom Verteidiger. Da bleibt er ganz ruhig. Er geht abseits. Abseits war das nie. Oh. Solchkov am Ball. Und das ist der Mann, der maßgeblich an Bulgariens vierten Platz bei der WM. Guter Latte. Die Chance lebt noch. Ein klasse. Nach dem Treffer. Da kommt der Schuss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Niklas Stark. Ihm fehlt momentan so ein bisschen die Bindung zur Mannschaft. Das können wir auch heute relativ deutlich sehen. Da kommt der Schuss. Trifft er, ja. Ins Tor. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. Welcher war das? Gute Frage. Schön zu sehen. Piotr Trochowski. Piotr Trochowski. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Da würde ich richtig einschränken, wenn er will.
Tja, sehr gut, den beiden geholt, dann erfüllt uns. Das ist sowieso nicht der einzige, ne? Schon groß und schwer. Caligiuri. Caligiuri. Also wir hatten ja Bock auf Einzelleistung. Er schießt und kann hier. Der Torschütze bei den Spielern nochmal. Daniel. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Muss Einwurf geben. Die machen uns viel zu einfach. Die verlieren so schnell die Hölle. Das ist auch ein Teil, zu spielen und dann zu bleiben. Aber die Jury macht wieder ein Einzel. Und jetzt wird es Einwurf geben. Leider im Strafraum. Kann er sich mal nochmal gleich spielen. Geht er rein? Da passt der Torhüter auf. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Hier komme ich. Und nun ein Schuss. Den Ball hält er gut. Oh, der Ball ist drin. Die Vorlage kam. Und diesen Treffer erzielt ein Spieler, Nikolas, der in all seinen Mannschaften eine bemerkenswerte Torquote vorweisen kann. Ja, vor allem Wolf in der Heimat bei ZSKA Sofia. 81 Tore in nur 119 Pflichtspielen. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. 90, da haben wir uns sehr gewundert. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Ich muss leider euch mal was erzählen. Das Grund, was das Problem war und warum keine letzten Tage keine neue Folge rauskam, war einfach, Jonas, dass das Update alles versaut hat. Er hat das nur erfüllt und kam sowas vor. Abstürzen lassen, überhaupt. Und er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Stoichkov. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Scheibenkleister. Ein sehr schönes Schimpfwort. Yeah. Schuss. Ein fantastischer Treffer. So geht es aber nun mal. Und das war Traumtor. Wir sehen es hier nochmal. Unhaltbar. In den Winkel. Nichts zu machen für den Keeper. Zu gut der Schuss. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Nikolas! Bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Endlich mal hat der Keeper. Endlich mal hat der mal selber getroffen und schon wieder hat die Ball sowas von leicht verloren. What? Die machen uns sowas von einfach überhaupt. Und jetzt ein Schuss. Da passt der Klasse auf. Okay. Gleich kommt der Eckstoß rein. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. So, die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Da gerne nach der Pause noch ein bisschen spannender. Da die Einblenden. Schussversuch. Und jetzt haben wir... So sieht es aus, meine liebe Zuschauer. 15 Torschüsse. 15 direkt auf Tor und wir herrschen das Spiel. 53 Ballbesitz. Es beginnt richtig um den Zweikämpfer auf Fair. Auch noch keine Fouls. Keine Karten wurde verteilt wegen Verletzung. Abseits waren wir einmal ab. Aber dreimal Ecken, dann vorne. Ganz nett.
Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Der Laden läuft. Jetzt will er ihnen den Ball abnehmen. Er schießt. Und da haben wir es, das Tor. Da zeigt sich sein Selbstbewusstsein. Er hat den Gegenspieler einfach stehen lassen. Und macht die Bude auch noch selbst. Sehr gute Aktion. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Ich spiele jetzt zum Anfang erstmal einen einfachen Kampf. Dominante Vorstellung heute, 17. Sie lassen wenig zu und sind selbst Jonas eiskalt Jan vor dem Tor. Hoffmann, der Borussia Dortmund. Meine liebe Borussia-Fans, das war für ein Tor für da euch. Kommt der kommt das ein nächste. Fantastisches Tor. Ich spiele nochmal 11. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Mal gucken, ob wir noch ein 15:0 schaffen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Schussversuch! Und da ist das Tor! Das war gut drauf, Adriano. Das war sein dritter Streich in diesem Spiel. Wieder ein Dreierpack von ihm in dieser Szene. Ganz starke Leistung. Nicht zu stoppen. Muss nicht seine letzte Bude gewesen sein. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Später werden wir natürlich den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen steigern, dann wird es ja noch spannender. Wir haben es ja so einfacher gemacht, um es jetzt mal einzubauen. Ich habe den Eindruck, dass bei diesem Team einfach die Chemie stimmt. Sie spielen und jetzt der Schuss! Und der Spieler. Und da macht er sein zweites Tor. Und da kommt der militärische Gruß. Sehr schön über den Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wundervolles Tor. Nummer 8, zum zweiten Mal. Piotr Tuchowski. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Das sind natürlich noch nicht unsere Wunschspieler, aber wir müssen eben erst Münzen verdienen, damit wir uns diese Wunschspieler dann leisten können. Deshalb müssen wir jetzt den Cup gewinnen, um überhaupt unsere Spieler zu holen. Direkt, raus. Christos Deutschkopf. Adriano läuft. Er ist frei, da kann was draus werden. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Schuss von Stoichkov. Trifft er, ja, drin, Tor. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Mit dem Trikot Nummer 20 ist Stoichkov. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Oui. Schäfer. Christos Deutschkopf. Da wird er unter Druck gesetzt. Foul, Freistoß. Das und das ist eine gute Gelegenheit. Freistoß in dieses Spiel. Zu tun. Marcel Schäfer wird den Freistoß treten. Ein Linksfuß. Und jetzt kommt der Freistoß. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Das kriegen wir besser hin. Man muss einfach mehr zu mehr üben. Boateng am Ball.
Niklas Stark. Alter! Gut geklärt, das war wichtig. Hallo, Elfmeter. Das war kein Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Das ist aber. Das gibt Einwurf. Alter. Das war ein kleiner Knick gewesen, oder? Niklas Stark. Das ist denn das für ein Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Ja, haben wir Holz. Wir haben Holz. Aber gut, nicht schon mal. Er versucht. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Drei Tore in einem Spiel. Ich glaube, Buschi, den Spieler des Spiels haben wir gefunden. Ja, kann ich Ihnen widersprechen. Ganz klar, Wolf, er zeigt hier eine Riesenleistung und ist mit Abstand der beste Mann auf dem Platz. Sie liegen deutlich vor. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem Papier waren sie ja der Favorit, aber sie konnten das, und das ist wichtig, auch auf dem Platz umsetzen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Sorry. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Jetzt kommt der Torhüter mit dem Einzelleistung noch vorne raus. Was für ein verrückter Torhüter, aber so ist er. Was denkt sich der Torhüter dabei? Er läuft einfach mit dem Ball aus dem Strafraum. Torhüter. Und nun ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Klasse aufgepasst vom Torhüter. Zurück. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Nicht zurück, du Arschgesicht. Und der Kopf weitergespielt. Gute Aktion von Stoichko. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Traumtor. Von mir. Zum Wundervoll. Ich gehe ab wie Schmitzkatze. Rakete. Zum dritten Mal. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. 20. Was für ein Lauf. Vielleicht geht es ja noch mehr. Mit dem Zauberfüßchen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. So, wir sind fast bei 15 Minuten angelangt. Dann schauen wir mal, was noch. Das gibt Freistoß. So, ich würde raten, dass wir mal langsam auswechseln. Hier sieht man schon. Wir haben unsere Spieler ordentlich ausgepowert, sehr viele. Wir tauschen sofort die Stoßspitzen raus. Stark geht raus, dafür kommt Sanchez. Sanchez. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sehr, und er schießt! Das ist der Treffer! In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor. Dann hat er natürlich gleich gespielt. 22, Maximiliano. Hoch die Hände brauchen wir. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Wir haben unser Ziel erreicht, 15 Tore. Was sagt man dazu? Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Milito. Morales. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Jetzt schießt er. Da berührt der Ball die Latte. Wow, was ist jetzt hier? Also, gut gemacht, den Ball holt er sich. 3 Minuten nachgespielt. Er schießt und drin. Und dann geht er da rein. Und 6 zu 0. Haben wir doch ordentlich abgeliefert. Der Ball an die
Querlatte und dann hinter die Linie. Das sieht natürlich spektakulär aus. Kann aber auch rausspringen, das Ding. So ist es Pech für den Keeper. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 22, das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Und Skillet hat ihn eben eingewechselt. Das ist immer das Allerschönste. Dann wechselt jemand ein und der macht dann auch noch das Tor. Englisch gesprochen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Jetzt ist Schluss. So, der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Der Spieler des Tages ist der Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich diesen Vorschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen Hat wirklich gut vorgelegt, hat wirklich eiskalt, wie ein eiskalte Schmerze getroffen. Und trägt den Ball davon. Den legt er sich zu Hause in die Vitrine. Jetzt, wenn wir uns mit allen Toren nochmal anschauen. Schuss! Ein fantastischer Treffer! Er schießt! Das heißt, gerade und da haben wir es, das Tor! Luftfunk. Da kommt der Schuss. Das eiskalte ein fantastisches Tor. Da haben wir mit unser Fans. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Algiano, der beste Schussversuch. Bomber. Und da ist das Tor. Und jetzt der Schuss. Phänomenal. Ohne Worte. Schuss von Stoichkov. Trifft er, ja, drin, Tor. Er versucht's. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Drei Tore in und per Kopf weitergespielt. Gute Aktion von Stoichkov. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Also spannend, die Truppe hat wieder richtig Torhüter echt weit. Er hat nur ein Tor, keine sehr Chance sehr gutes Ab und er schießt! Das ist der Treffer! Er schießt! Und drin! Von der Latte aus geht er da rein! Das Spiel endet mit 16:0. Für FC Hertha BSC. Und der Spieler des Tages ist Torski. Und Caligiuri teilen sich beide mit 9,9, was einfach der absolute Höchstwert ist, diesen Platz. Und Horst Torski nicht vergessen. Ja, ich hab's. Wir kriegen 520 Spielmünzen verliehen. Weil es ist der Aufstieg geschafft. 520 Spielmünzen sind natürlich eigentlich ein Witz. Wir hätten wahrscheinlich 1000 kriegen müssen für 16 Tore. So, meine liebe Zuschauer. Hiermit verabschiedet euch das Terrablatt und euer Fundamental-Ontologe. Und euer bester Best Player, Skylet 552. Vielen Dank beim Zuschauen. Yeah.